meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Ja, überraschend dieses Video. Überrascht, also ich glaube, mit diesem Video, alleine der Titel jetzt erstmal, damit hat niemand gerechnet. Ich habe es mal wieder geschafft, euch zu überraschen. Und ich möchte gleich direkt zum Thema kommen, nachdem ich kurz nochmal Zeck Plus vorgestellt habe. Zeck Plus ist auch am Start. Omega 3, wirklich ganz schnelle Werbung mal eben stellen. Ich weiß bei dem Video, aber Omega 3, ganz wichtig. Entzündungshemd, Proteinbiosynthese, gelenkschmierend. Also ihr habt wirklich ganz wichtige Faktoren beim Omega 3. Gebt euch das, hau ich euch in die Videobeschreibung. Health Plus meine ich natürlich. Nicht Zeck Plus, Health Plus. Aber gehört ja zusammen. So, ja, ich möchte anfangen mit einem Video. Ganz am Anfang schon mal, teilt mir bitte eure Erfahrungen. Das wäre für mich in dem Video ganz besonders wichtig, dass ihr mir sagt, meinetwegen bei Kollegen, bei euch, wie ist es da gewesen, als ihr Vater geworden seid, als ihr das erfahren habt, etc. Eure Meinung dazu, eure Erfahrungsberichte. Und ihr sollt in diesem Video auf jeden Fall erfahren, wie ist es dazu gekommen, wie ist es passiert, wie fühlt es sich an, Vater zu sein. Und natürlich, oder wie, nicht Vater zu sein, sondern Vater zu werden. Wie habe ich das mitbekommen, wie fühlt es sich jetzt an? Wie soll es weitergehen? Darum soll es natürlich auch gehen. Was ihr auch noch sehen werdet im Video, ist die Originalaufnahme, als meine Freundin mir erzählt hat, dass ich Vater werde. Das hat sie nämlich gefilmt und das werdet ihr auch noch sehen. Ja, und ich kann euch aus sicherer Quelle sagen, ganz am Anfang, das liegt mir auf dem Herzen, rausziehen ist keine sichere Verhütungsmethode. Scheiße! Das kann ich euch sagen. Rausziehen ist absolut nicht das, was es... Ich habe mir mehr von dieser Taktik versprochen. Das will ich einfach damit sagen. Also Spaß beiseite. Kann ich erstmal sagen, ich habe ewig überlegt, dieses Video zu machen. Also ich habe mit mir gehadert, habe überlegt, ob ich es überhaupt machen soll oder nicht. Ich komme oft wie ein verplanter Typ rüber und das bin ich auch. Und ich mache auch oft, also das meiste, was ich mache, ist einfach spontan und ich denke nicht nach. Aber wiederum bin ich in bestimmten Sachen durchdacht, vielleicht manchmal auch zu durchdacht. Es gibt einfach viele negative Sachen, dieses Video zu droppen. Alleine schon, man weiß nie, natürlich wünsche ich mir, und ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt schnell kaputt geht, das Ganze. Ich wünsche mir, dass es am besten mein ganzes Leben hält, aber man kann es nie wissen. Und da haue ich auf einmal in 4 Monaten ein Video raus, so Trennung. Das hoffen wir alle nicht. Wisst ihr, aber das sind so Bedenken. Oder auch, dass die Leute dann kommen bei meinem kritischen Content. Was haut ihr da jetzt wieder raus? Du bist Vater. Aber das scheiße ich alles komplett drauf. Ich scheiße alles komplett drauf, sage ich euch ehrlich. Wer da scheiße labern möchte, soll das tun. Scheißegal. Für mich ist Fakt, ich habe immer alles erzählt und ich werde weiter alles erzählen. Ich hätte das auch verheimlichen können. Das wäre irgendwie, hätte das geklappt, wäre anstrengend gewesen. Aber nun ja, jetzt ist es so, wie es ist. Und ich kann euch sagen, jetzt erstmal zu dem Punkt, wie eben am Anfang beschrieben, wie ist es passiert? Wie ist das Ganze überhaupt passiert? Also, die Taktik rausziehen hat nicht ganz funktioniert. Aber es war am Anfang was folgendermaßen. Ihr müsst ja erstmal Folgendes sehen. Meine Freundin ist jetzt schon, ich weiß das schon ziemlich lange. Meine Freundin ist im 6. Monat jetzt und wir sind seit 5 Monaten zusammen. Ja, es ist so. Es ist einfach so. Sie ist jetzt im 6. Monat schon, wir sind seit 5 Monaten zusammen. Ich habe beim ersten, also erstes Mal war ein bisschen kritisch, weil sie hatte Pille abgesetzt, zufällig vor. Aber an sich habe ich beim ersten Mal direkt ins Schwarze gestochen. Komplett. Also dazu kann ich einfach nur sagen, und da bin ich stolz drauf, meine Soldaten sind Hochleistungsfighter. Das ist so ein KSK-Ding, weißt du, dieses Mossad. Oder also diese Untergrundfighter, wisst ihr, das ist, diese Soldaten da unten, das sind gute Soldaten. Das kann ich euch schon mal sagen. Und es war am Anfang halt so, dass wir sind ja erwachsen, wir sind beide nicht dämlich. Meine Freundin ist hochintelligent, wollte ich gerade sagen. Ist sie wirklich, also sie, wir sind beide einfach keine dummen Menschen und wir wussten, was passieren kann. Wir haben nicht verhütet. So. Die Frage steht natürlich im Raum, warum macht man das? Und ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, muss man dazu sagen. Meine Freundin ist jetzt auch fürs Kinderkriegen auch nicht die Allerjüngste, sie ist 27. Aber irgendwo ist im Innern, auch bei mir, der starke Wunsch einfach da gewesen, Kinder zu kriegen. Der ist da gewesen. Und ich bin Fan von Schicksal und es passiert jetzt. Es ist nicht so, dass ich in dem Moment dachte, ich will jetzt Kinder kriegen. Ich konnte ja auch nicht wissen, dass es so rasant geht. Aber der Wunsch war einfach innerlich da. Und deshalb hat man vielleicht in der Sache vielleicht nicht hundertprozentig aufgepasst. Na klar, ich habe rausgezogen, auch nicht immer, muss ich sagen. Aber, aber da, wo es passiert ist, da habe ich rausgezogen. Wir haben das zurückanalysiert. Das war die Phase, wo ich wirklich immer rausgezogen habe. Also Lusttropfen ist existent und effektiv. Und der Wunsch war einfach wohl innerlich zu stark. Ich habe das vorher auch bei keiner Frau gehabt. Ich war 3 Jahre Single oder 3,5 Jahre. Da kommt eine Frau, du verliebst dich, die Gefühle sind da und irgendwie passiert es dann halt so. Und das war dann halt so, also wir haben gemerkt, sie kriegt ihre Tage nicht mehr, aber sie hatte ja auch, seitdem ich mit ihr zusammen bin, hatte sie keinmal die Tage. Weil am Anfang, wie gesagt, ich habe ja beim ersten Mal ins Ziel gestochen. Wir haben gemerkt, sie kriegt aber immer noch nicht die Tage. Haben das dann erstmal so ein bisschen auch auf ihre Umstellung, Hormonumstellung von der Pille geschoben. Ja, und dann haben wir so einen Test gemacht, der aber abgelaufen war, ein Schwangerschaftstest. Und wir wussten ja nicht, vielleicht zählt der trotzdem, ist wie MHD beim Joghurt, schmeckt auch noch 5 Tage nach dem MHD-Ablauf. Ja, und dann haben wir diesen Test gemacht, der war negativ.
Und es ging weiter. Sie hat die Tage nicht bekommen. Und irgendwann war sie dann beim Frauenarzt. So, sie wollte, ich glaube, sie hat sogar gesagt, sie will das untersuchen lassen. Aber ich habe irgendwann nämlich mal zu ihr gesagt, mach ein Video, wenn du mir mitteilen solltest, dass ich Vater werde. Das habe ich mal zu ihr gesagt. Aber in dem Moment habe ich es nicht gepeilt, weil sie hat mich dann verarscht. Per WhatsApp kam wieder vom Frauenarzt, hat gesagt, sie hat ein Geschenk für mich. Sie war eben noch da und da. Und das habe ich mich auch nicht gewundert. Sie stand auf einmal mit einem Handy in der Hand vor mir und hat mich gefilmt, während ich dann so einen Karton aufmache. Und da waren da auf einmal Babysocken drin. Und ich habe natürlich, schau wie ich bin, direkt geschaltet. Ja, und ich habe dieses Dings aufgemacht, dieses Geschenk, und habe die Socken gesehen. Aber noch ein Paket für dich. War das eben verarscht mit der Blase im Stuhl? Bist du im Ernst? Ich bin schwanger. Fünfte oder sechste Woche. Ehrlich? Da ist ein Bild drin. Also wir können festhalten, dass ich eine Maschine bin. Da habe ich gleich ein Ei ins Nest gelegt. Ja. Denn dazu, Mathe. Was ist denn nicht mehr alleine? Und dann kann ich euch gleich direkt zu meinen Feelings, dass ich Vater werde, wie sich das anfühlt, kann ich euch direkt was sagen. Und das möchte ich jetzt schrittweise aufbauen, erstmal hier bei diesen Socken. Ich kann euch sagen, im ersten Moment war ich einfach nur perplex. Die Freude war da, auf jeden Fall, aber es kommt ganz viel auf einen rein. Es kommt Angst, es kommen Sorgen. Auf einmal das, was vorher nicht real war, wo man noch sich seine Ausflüchte gesucht hat, wurde alles auf einmal real. Da war ich vielleicht im ersten Moment auch nicht so glücklich gewirkt. Man kann das aber auch nicht hundertprozentig greifen, alles. Du kannst es nicht hundertprozentig greifen, weil ich war ziemlich perplex auch in dem Moment. Ich kann euch aber auch Folgendes sagen. Ich habe in zwei Momenten habe ich das erst so richtig greifen können. Dieses Feeling, dass ich Vater werde, dass es wirklich real ist. Und das sind für mich, wenn nicht sogar die schönsten Momente in meinem Leben gewesen, wirklich. Es war zum einen, als meine Freundin irgendwann dann zu mir kam, vielleicht sogar am gleichen Tag, und meinte, du wirst Papa. So, du wirst Papa. Und das war einfach dieses Gefühl in mir drin, da könnte ich heulen gerade. Wirklich, da kriege ich auch ein bisschen Tränen in den Augen. Das war einfach überwältigend. Und was auch überwältigend war, wir haben so eine, Frauen machen immer Scheiße. Frauen wollen immer so Sachen machen. Hat sie so eine Gender-Party, hat sie organisiert. Wo ihr Vater da war, ihr Bruder. Und dann hat sie eine Torte organisiert, wo einer Freundin einen Zettel gegeben vom Frauenarzt, wo drin ist, welches Geschlecht ist. Und dann haben wir eine Torte gekriegt, die entweder blau oder lila oder pink von innen ist. Und dann haben wir die aufgeschnitten. Das Ganze haben wir auch gefilmt. Und dann erfährst du da drin, was für ein Geschlecht das Kind ist. Und dieses Gefühl, als ich gesehen habe, was für ein Geschlecht das ist, da hat man es nochmal so realisiert. Und das war so ein heftig schönes Gefühl. Das glaubt nicht. Das war so geil, dieses Gefühl. Ich muss noch, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das Video gerne sehen wollt. Mehr Kommentare heißt mehr Nachdruck bei meiner Freundin. Zur Not muss ich sie auspixeln. Aber ich habe das Ganze aufgenommen, und wenn ihr euch ein Video wünscht dazu, was für ein Geschlecht es wird, ob es einen mega Stachler hat oder vielleicht eine teilte Geschichte da ganz unten, dann so kann ich doch nicht über meine Tochter reden, wenn es eine Tochter wird. Ja, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, und das waren so die Feelings, die mich komplett gekillt haben. Das war wirklich einfach einzigartig. Das war einzigartig. Und auch nochmal zu der Frage, die vielleicht viele stellen werden, ob ich das bereue oder irgendwas in der Richtung. Oder ob ich es rückwirkend anders gemacht hätte. Auf keinen Fall. Hundertprozentig nicht. Es hört sich, ich versuche es euch zu erklären. Zum einen bin ich, wie ich schon gesagt habe, Fan von Schicksal. Für mich, ich bin ein positiver Mensch. Für mich hat das Schicksal immer nur das Beste parat. Seitdem ich so denke, ist es so. Und so wird es hierbei auch sein. Und es muss meine Traumfrau sein. Und selbst wenn es nicht meine Traumfrau ist, zum Schluss ist es das Kind, was es sein sollte. So, und ich habe mir immer gewünscht, mein Vater ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, noch ein Kind präsentieren zu können. Meine Mutter ist ja leider gestorben. Ihr hätte ich das auch. So im Nachhinein ist es echt traurig, weil ich ihr zu gerne noch dieses Kind präsentiert hätte. Aber meinem Vater werde ich es noch präsentieren. Das ist aber nicht der einzige Grund. Es ist einfach so. Ich wollte immer Kinder haben. Und wer weiß, man hätte ja auch sagen können, man treibt das ab. Ich sage euch auch ehrlich, bevor diese Situation war, ich habe oft darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich Vater werde. Und über Abtreibung habe ich auch gedacht, ja, würde ich wahrscheinlich. Nicht bei ihr, nicht bei meiner Freundin, da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber schon in anderen Situationen. Ich bin ja ein
bisschen Rumtreiber gewesen eine Zeit lang. Aber wenn die Situation soweit ist, ist das Feeling 1000% anders. 1000%. Zum einen weißt du, da ist ein Lebewesen. Ich kann kein Lebewesen, so ein Lebewesen töten. Das, als ich das erfahren habe, war das schon so groß wie eine Blaubeere ganz am Anfang. Aber wir hätten auch noch 12 Wochen Zeit gehabt, das abzutreiben. Also ich weiß nicht, wie lange genau. Keine Ahnung. Aber es ist keine Option, da ist ein Lebewesen drin. Was für mich einfach sicher festgemacht hat, dass ich das haben möchte, ist, dass ich mir vorstelle, mit 70 irgendwann. Stellt euch vor, ihr seid 70 oder ich bin 70. Und ich weiß, ich hatte damals die Chance auf ein Kind mit einer tollen Frau, wo alles super läuft, und hab das abtreiben lassen und sitze mit 70 da, hab keine Kinder mehr gekriegt, hätte mir gedacht, es gibt keine Entscheidung, die ich mehr bereue als diese. Und selbst wenn ich noch Kinder kriege, wer weiß, was aus diesem Kind geworden wäre, diese Entscheidung, was wäre aus diesem Kind geworden, wie wäre das gewesen? Kann ich nicht. Davon abgesehen, ich liebe meine Freundin, ich sehe die Zukunft mit ihr. Unterm Strich, klar, ich bin Fan davon, länger zusammen zu sein, sich sicher zu sein, sich mehr kennenlernen. Es gibt so viele Faktoren, wo man sich besser kennenlernen muss. Und es wäre besser gewesen. Und ich kann keinen raten, das auf Wunsch ganz so schnell zu machen. Am Ende des Tages trennen sich auch Paare, die bekanntlich 4 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, als sie ein Kind gekriegt haben. So, und es wird kommen, wie es kommen soll. Und ich hoffe natürlich, dass es gut geht. Und ich habe einfach Bock darauf. Das ist natürlich auch das Ding. Ich habe Bock darauf. Es wird sich natürlich, so viel auch zu der Zukunftsplanung, es wird sich natürlich viel ändern. Aber wir wachsen miteinander. Und das ist ein Prozess. Und ich finde das geil. Und ihr sollt mitkriegen, wie mein Leben abläuft, wie es weitergeht. Da wird sich natürlich ganz viel ändern, wo ich einfach maximal Lust drauf habe. Ich habe da einfach Bock drauf. Und das flasht mich. Und ich will in diesem Sinne auch das Video erstmal beenden. Und ich werde es diesmal nicht mit meiner Pistole beenden, weil es für mich einfach ein legendäres Video ist, das Folgendes im Nachklang haben soll. Egal was passiert, das kann ich euch sagen. Und das bin ich einfach diesem Kind schuldig. Ob das jetzt mit Freunden klappt oder nicht, ich wünsche es mir von Herzen. Ich wünsche es mir alles von Herzen und es sieht auch danach aus, weil es einfach wir zueinander gehören, wie ich finde. Denk mal, sie sieht das auch so. Aber egal was passiert, ist meine Mission jetzt alles dafür zu tun, dass dieses Kind ein gutes Leben hat. Und das bin ich diesem Kind schuldig.